Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. In der letzten Episode haben wir einen Hinweis bekommen, das Blut von Oros zu suchen. Irgendwelche Steine, die uns wohl stark verbessern können, also wo wir wohl starke Waffen draus herstellen können. Den Hinweis gehen wir doch mal nach. Wir haben jetzt hier die Aufgabe, 4 Steine zu beschaffen. Ich sehe nur gerade das Problem. Ah, hier kann ich doch hochklettern. Dass wir es hier wahrscheinlich nicht leicht haben werden, ungesehen reinzukommen. Ich werde direkt gesehen, hält 2 Schüsse aus. Wow, wo sind sie? Ich bin beschossen. Ah, von da. Dich habe ich schon markiert gehabt. Letzter Pfeil. Wo sind die denn? Ich sehe es nicht. Kann mir aber egal sein. Vergessene Krater. Wow, hier sind... Hier ist aber einiges an Gegnern, wa? Oh. Kriegst jetzt hier aufs Maul. Wo ist eigentlich mein Tiergefährte wieder? Wenn man ihn braucht. Und hepp. Ich hole mir meinen Speer wieder. Ich lasse dir bestimmt nicht meinen guten Speer. Der ist viel zu gut für dich. Hier lebt aber noch einer. Da. Komm runter. Arm. So. Jetzt können wir uns um das Blut kümmern. Was ist das hier? Nee. Hier stand eben, ich soll es aufnehmen. Ah, hier. Blut von Oros. Wahrscheinlich sind das die anderen grauen Steine, die hier so gekennzeichnet sind, auch Blut von Oros, oder? Blüter von Oros, Blute von Oros. So, was haben wir hier? Deischer Hand. Wow, 700 Erfahrungspunkte. Neuer Fähigkeitspunkt. Nehmen wir direkt mit. Und zwar hier unten aus dem Baum. Das hier ist eigentlich nicht schlecht. Und die Stabilität des Bogens ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Allerdings ist das mit diesen Pflanzen halt ein bisschen überflüssig. Aber egal, ich will den anderen Skill. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht seid ihr ja schon viel weiter als ich im Spiel. Ich spiele ja nicht so viel. Könnt ihr mir ja mal Skills empfehlen. Welche Skills was taugen und welche Quatsch sind. So, jetzt haben wir 4. Voga hat sich deinem Dorf angeschlossen. Der Tüftler. Kann er jetzt coole Sachen herstellen für uns? 35 Leute haben wir jetzt schon in unserem Dorf.
40 gibt es wieder neue Häuschen. So. Ah, wir haben auch einen neuen... Ach Mist, ich bin auch dumm, ne? Ich hätte mal warten können, bis der sich uns anschließt. Jetzt haben wir hier nämlich... Die Effekte von Nahrungsrezepten wirken statt 60 Sekunden 19... Ja, okay. Brauche ich nicht. Mal gucken, was der sonst so kann. Keulen herstellen. Also er ist mehr so der Nahkämpfer. Fallen, Kopftreffer mit Schleudern. Zwei Speere statt einem. Mhm. Stachelbomben, Fallen, Splitter. Was haben wir hier? Zwei Köder und Effekte von Nahrung. Ja gut, das sind jetzt alles Sachen, die eigentlich mehr so für Faule sind. Ist nichts, was man jetzt unbedingt braucht, was irgendwas Tolles freischalten würde in dem Sinne. Es ist mehr was, wo man sich ein bisschen Arbeit erleichtert. Wir machen mal eine Schnellreise in unser Dorf, denn wir möchten mal schauen, oder ich möchte schauen, ob ich dort an den Häusern noch ein bisschen ausbauen kann. An den bereits gebauten Häusern werde ich wahrscheinlich nicht viel ändern können, weil man dort 40 Bevölkerung brauchte und wir erst 35 haben. Aber vielleicht kann ich ja bei dem guten Voga schon mal ein Häuschen bauen, dass er nicht so obdachlos ist. Ja, genau, die Bevölkerung ist da hauptwiegend der limitierende Faktor. Und hier war es ja ähnlich. Da brauche ich auch 40 Bevölkerung. Und da brauche ich aber auch jede Menge Alderholz für. Also es ist gar nicht so schlecht, das schon mal anzufangen zu sammeln. Ja, mache ich. Und ich habe sogar genug Zeug dafür. Gut, dass wir schon ein paar Bären getötet haben. Schleuder Langbogen, 1500 Erfahrung. Haben wir einen neuen Bogen bekommen? Oder was? Die Venger, die sich in ganz Oros verteilt, sind in ganz Oros verteilt. Finde und rette sie, um deine Dorfbevölkerung zu erweitern. Ja, das haben wir schon, wissen wir schon. Jetzt sind wir 36. Einer mehr. Und du willst auch 40 für deinen Doppelbogen. Was ist denn der Langbogen? Sieht mein Bogen jetzt anders aus? Ich kann ihn leider gerade nicht rausholen hier im Lager. Also, den Bogen. Hier ist der Verrückte. Ja, wir bauen das für dich. Jaguarfell, hast aber Glück. Da haben wir gerade zwei dabei. Oh, ich wollte gucken, was ich dafür bekomme. Habe ich jetzt nicht gemacht. Verdammt. Und lass mich raten, er will auch 40 Bevölkerung. Belohnung, Handwerksfähigkeit, neu herstellbare Taschen und Gürtel im Handwerksmenü, Falle, Tobsuchtssplitter und 1500 Erfahrung. Und einen Bevölkerungsmenschen mehr. So, ich muss mal gerade schauen, wo ich den Bogen rausholen kann. Mal gucken, ob der sich jetzt optisch geändert hat. Ist es jetzt ein Bogen als vorher. So, auf Anhieb fällt mir nichts auf. Kann aber trotzdem sein, dass es ein anderer ist. Handwerk. Oh. Stimmt, wir haben ja jetzt dadurch auch neue Handwerksoptionen. Das habe ich ja ganz vergessen. Ah, ist das herrlich. So, was brauchen wir denn? Keulen, das ist schon mal sehr schön. Speere, das ist auch schon mal extremst schön. Höhlenlöwenfell will er da als nächstes. So, dann haben wir Taschen. Ah, das ist extremst gut. Tapir. Oh, die können wir auch noch töten. Die haben wir schon gesehen.
Weißwolf, okay, das ist was seltener. Aber hier die Ziegen sollten wir zusammenbekommen. Dann haben wir hier... Okay. Blut von Oros. Können wir jetzt wählen, ob wir den Steinsplitter wählen oder den Tobsuchtssplitter. Können geworfen werden, um Gegner zu verletzen. Kopftreffer sind tödlich. Und die hier bringen Ziele zur Raserei. Ja, das ist eher nicht so meins. Ich lerne erstmal den hier. Bis ich hier neues Blut von Oros brauche ich dann allerdings noch zwei Stück. Und hier brauchen wir auch noch Tierhäute für. Für die Schleuder und... Ah, hier hätte ich mir den Langbogen herstellen können. Aber die Steine hatten wir eh noch nicht, von daher... Das ist der Doppelbogen. Geil. Also sie hier wird hier mein Favorite werden, denke ich mal. Die beiden Bögen, die will ich auf jeden Fall haben. Ja, geile Sache. Für den brauche ich dann auch die Hütte in Rang 2. Dann haben wir hier die zweihändige Keule. Er ist dann wahrscheinlich so mehr der Nahkampftyp. Und für ins Wintergebiet, um ins Wintergebiet reinzukommen, braucht man dann nachher noch eine Kleidung scheinbar. Dann haben wir hier noch einen Spezialisten für Feuerbomben und einen Tobsuchtsbombenmenschen. Okay. So, Fähigkeiten haben wir auch neue. Direkt 2 Punkte. Ist jetzt die Frage. Gehe ich jetzt hier weiter? Oder ich guck mal, was er so in seinem Baum hat. Da hatte ich schon mal geguckt. Das fand ich eigentlich relativ sinnlos, das meiste. Nee, seine Sachen werde ich erstmal gar nicht lernen. Erst wenn ich wirklich komplett Fähigkeitspunkte zu viel hätte. Das glaube ich so schnell nicht passieren wird. Deswegen werde ich erstmal hier drauf gehen. Das hier will ich auf jeden Fall machen. Deswegen lerne ich jetzt das. Für 3 Fähigkeitspunkte bekomme ich dann die erhöhte Stabilität. Das lerne ich dann als nächstes. Viele Pfeile herstellen zu können, ist natürlich auch nicht unpraktisch. Aber ja, es ist so ein bisschen Faulheit, ne? Also normalerweise, man hat ja genug. Hier könnte ich eigentlich mal hin. Wir haben ja jetzt inzwischen diesen, diese Klaue, mit der ich mich da hoch... Ach, dann geht's hier vielleicht noch extremst weiter, ne? Okay, das Gebiet ist vielleicht doch noch deutlich größer, als ich dachte. Das werde ich jetzt mal machen. Wir reisen hier zu diesem Leuchtfeuer. Und dann werden wir da mal hochkraxeln. Gucken, was da so Sache ist. Ich muss mir das aber mal markieren, die Stelle. Sonst kriege ich das nie gebacken. So, Kätzchen, folge mir. Ich glaube, diesmal sind wir vielleicht auch sogar was schneller unterwegs, weil wir hier direkt den direkten Weg nehmen können. Wir haben gar nicht mehr so viel Hartholz. Deswegen bin ich auf jeden Fall dazu geneigt, hier ein paar Bäumchen mitzunehmen, wenn ich welche finde. Und ich könnte mal wieder was herstellen. Jetzt, wo ich hier das ausgebaut habe, baue ich das natürlich alles aus. So. Tierhaut brauche ich jede Menge. Vielleicht ist da ja Tierhaut drin. Knochen, Fleisch. Tasche für Fleisch ist fast voll. So, wie kam ich jetzt hier hoch? Ah, da. Ah, was passiert da im Hintergrund? Irgendjemand wird gefoltert oder so. Angezündet vielleicht. Was haben wir denn hier für Tiere? Ein Wolf. Der da ein anderes Tier bedroht, oder? Was genau war da los?
Hirsch. Naja, soll uns nicht weiter kümmern jetzt, der Wolf. Ich schau mal lieber hier weiter. Neues Hartholz. Ich ruhe mich mal aus. Und wir schlafen bis zur Morgendämmerung. Das sieht man besser. Ich habe ja eigentlich keinen Bock, so im Halbdunkeln rumzulaufen. So, es ist doch schöner. So, komm. Aufgestanden, genug gepennt. Wir müssen da hoch. Ich glaube, ich bin irgendwie falsch, ne? Kann das sein? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich da hinten hochkomme. Vielleicht habe ich es verkackt. Ah, doch, hier komme ich noch hoch. Ich hoffe, der Weg ist diesmal nicht umsonst, so wie letztes Mal. Dass wir dort jetzt diesmal hochkommen. Könnte natürlich sein, dass das das Gebiet ist, was man erst im späteren Verlauf des Spiels erkunden soll. Was vielleicht ein kälteres Gebiet ist, wo man dann zum Beispiel auch diesen, ja, diese Kälteausrüstung für braucht. Denn wir sehen ja, es geht hier höher, es geht in die Berge. In den Bergen ist es ja generell immer kälter. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das Spiel, das so designt wurde, ja, dass das das Gebiet sein soll, was man erst später betritt. Könnte ja sein. Wir werden es gleich sehen. Ach, guckt euch die Aussicht an, Leute. Herrlich. Solche Gebirge gibt es in Europa doch eigentlich gar nicht, oder? Also, sieht ihm jetzt nicht so aus wie die Alpen. Aber es spielt ja in Zentraleuropa. Und es ist ja auch noch, ist ja gar nicht so lange her, 12.000 Jahre nur. Ich glaube nicht, dass sich da das Gebirge nochmal so stark verändert hat. Also ich meine, das sieht schon so aus wie in den Alpen, aber hier die Hügel, die sehen schon, also die Berge, die sehen schon krass aus. So. Hier war die Stelle, wo ich nicht weiterkam. Das letzte Mal. Aber mit meinem neuen Greifhaken. Das ist alles kein Problem. Oder ist es doch ein Problem? Ach, hier geht's in die Höhle. So, wo sind wir denn hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das keine gute Idee ist, hier lang zu laufen. Okay. Springen wir da mal runter. Oh Gott, ich wäre fast auf den Felsen gestoßen. Hey, wohin geht's denn hier? Hier geht's nirgendwo hin. Hä? Hier ist doch ein Weg. Oder muss ich da oben lang? Ich hätte jetzt gedacht, das ist so gewollt, dass ich hier runterspringe. Scheinbar nicht. Na gut, dann lass mich mal wenigstens hier aus dem kalten Wasser raus. Hallo? Ich komme nirgendwo raus. Hier vielleicht? Die Haken sind noch zu weit weg. Ah, hier. Nein, nicht wieder ins Wasser. Ich komme da nicht hoch. Er will da nicht hoch. Für mich sieht es hier so aus, als wäre es hier am flachsten. Das Ufer. Ah, okay.
Vielen Dank, dass du mich nach 2 Minuten ja auch mal rauslässt. Da muss ich rüberschwingen, schätze ich. Dann hier hoch. Ah, Moment mal. Ist da Beute? Da ist Beute. Muss ich da vielleicht auch irgendwie rüberschwingen? Klettern? Hä? Hier hoch, oder was? Ah, okay. Oh Mann, ey. Da muss ich springen, wie es aussieht. Das schaffe ich aber nicht, oder? Okay. Ganz schön fit, der Bursche, den wir hier spielen. Bin ich denn richtig? Oder bin ich von hier gekommen? Ich laufe einfach mal weiter. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Okay, springe ich mal runter. So, jetzt sind wir gleich an dem einem Lagerfeuer. Wie es aussieht, was ich da schon gesehen hatte auf der Minimap. Also auf der Map, jetzt auch auf der Minimap. Ah, okay. Tageslicht. Wuhu. Machen wir ein Feuerchen. Wiederauferstehungspunkt. Und ich möchte mir natürlich auch gerne hier den Punkt holen. Was ist das? Schwer. Oha. Okay. Also ich glaube, das ist ein Gebiet, wo wir eigentlich noch nicht uns rumtreiben sollen dürfen. Aber das werden wir in der nächsten Episode herausfinden. Ich werde trotzdem mal versuchen, hier diesen Punkt anzugreifen. Auch wenn es schwer sein soll. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Hier zu Far Cry Primal. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Silent.